Sehen Sie, was Souveränität bewirkt. Souveränitätsexperte Theo Bergauer im Gespräch mit seinen Gästen. Unternehmer, erfolgreiche Sportler, Persönlichkeiten der Gesellschaft. In diesem Video gehen Sie zusammen mit Ihnen auf eine Tour, von der Sie souverän wiederkommen werden. Einfach bergisch gut. Ich liebe die Berge und ich liebe die Menschen. Und bei den Menschen, da liebe ich die Vielfalt. Und ich liebe Menschen, mit denen ich sprechen kann über vielfältige Dinge, über sich weiterzuentwickeln in einem Beruf, der zur Berufung wurde, in einem Beruf, der mit Schwarz-Weiß zu tun hat, mit der Fotografie, wo Kontraste einen wesentlichen Teil des Bildes ausmachen. Wie kontrastreich ist Ihr Leben? Wie schaffen Sie es, in einem Team zu integriert werden, wo Sie völlige Außenseiter sind, weil Sie aus einem anderen Kulturkreis kommen? Wie können Sie entdecken, wenn Sie Zugang zu Menschen haben, auch was zurückzugeben, um auch ein Lächeln zu erhalten? Viele Fragen und tolle Antworten. Wir werden sie bekommen. Freuen Sie sich auf unseren nächsten Gesprächspartner. Herzlich willkommen, lieber Joachim Bergauer. Bilder sind Emotionen, Geschichten, die Menschen erzählen. Nach Jahrzehnten als Werbefotograf bekam ich die Chance, nach Bali und in Senegal zu fliegen, in das Lepra-Dorf. Das Dorf, ein Reich der Kontraste. Zwischen Leid, Schönheit und Armut. Aber nach einiger Zeit, nach einigen Wochen, nahmen mich die Menschen so an und ich wurde integriert. Und nach dieser Integration funktionierte es. Sie ließen sich fotografieren und ich erfuhr ihre Geschichten. Als Fotograf hat man manchmal das Gefühl, grenzenlos frei zu sein. Ja, sehr beeindruckend, dieser Einspieler, eine Welt, die von manchen von uns sehr, sehr weit weg ist. Aber du hast sie real erlebt und schön, dass wir heute real uns wiedersehen, leider natürlich noch auf der Distanz, virtuell. Ich freue mich, dass wir beide jetzt mal Zeit haben zu plaudern. Herzlich willkommen, lieber Joachim. Vielen Dank, Theo. Freut mich, dass ich auch hier sein kann. Ja, das ist schon schön und uns verbindet ja der Nachname und der hat uns auch zusammengeführt. Wenn man so googelt und dann die Bergauer sucht auf dieser Welt, dann wurde ich ganz neugierig und entdeckte dich eben in Salzburg und so sind wir zueinander gekommen. Aber ich glaube, über Adam und Eva und dann streist schon auseinander, sind wir nämlich weiter nicht verwandt. Das stimmt, wir sind weiter nicht verwandt. Obwohl, es war am Anfang gar nicht so sicher, weil mein Vater war doch etwas umtriebig. Und ich habe immer die Befürchtung gehabt, oder zumindest Befürchtung kann man jetzt nicht so sagen. Vermutung vielleicht. Vermutung, ja, dass irgendwie anklingelt und sagt dann zu mir, hallo, ich bin der verschollene Halbbruder. Ja. Also mit dem habe ich immer gerechnet. Das hätte ich ja mal machen können, die Nummer. Ja, ja genau, Wahnsinn. Ja. Hätte ich dich gleich umarmt und hätte ein Zimmer angeboten. Genau, das machst du aber jetzt auch so. Das habe ich anders auch geschafft bei dir. Ja. Ja, eine spannende Zeit und auch dein Lebenswandel ist ja auch sehr, sehr beeindruckend. Du kommst ja vom Journalismus, du warst freier Journalist, hast sehr viele Bilder in der Welt geschossen, um die dann weiter zu vermarkten und ich der freien Kunst auch hingegeben. Und ganz am Anfang war ja auch Kurzfilmproduktion. Vielleicht nimmst du unsere Zuschauer und Zuhörer mal mit, so einen kurzen Querabstrich durch dein Leben. Hi. Ja, also um es ganz kurz zu halten. Ich habe die Kamera von meinem Vater gestohlen oder zumindest ausgeborgt, weil man unglaublich langweilig war im Alter von 12 Jahren und habe die Kamera genommen, habe dann ein paar Bilder gemacht. Das war so Rollfilm, die Bilder waren dementsprechend teuer. Also man muss sich das vorstellen, so 36er Film hat doch ein kleines Vermögen kostet. Und da gab es damals nur Rollei, oder? Rollei haben die geheißen?
Ja, das waren so die Ilfords, also für er hat so eine Canon gehabt, so eine AI1, Wahnsinn, so viel Schleichwerbung, ja. Aber, ja, aber er hat so eine AI1 gehabt und da drinnen waren noch 9 Bilder. Mhm. Und diese 9 Bilder habe ich dann ganz gezielt rausgeschossen, weil er hat mir erklärt, so, da ist ein Kreis und da ist ein Zeiger und wenn dieser Zeiger rübergeht, dann leuchtet da rechts oben ein grüner Punkt drauf und dann ist es richtig belichtet. Okay. Gut, mehr habe ich nicht gewusst. Und das habe ich gemacht und habe jedenfalls sorgsam die Kamera wieder zurückgelegt, damit er ja nicht merkt, dass irgendwer da was gemacht hat und habe die Hoffnung gehabt, dass er sagt, ah, den habe ich ausgeschossen, den gebe ich jetzt im Fotolabor. Gesagt, getan, nach 2 Wochen, wie bei einer Inquisition, sitzen meine Eltern im Wohnzimmer drinnen und sagen, hast du mit der Kamera vom Vati so quasi die Bilder geschossen? Ja? Und so ausgeschossen. Und da habe ich gewusst, okay, jetzt gibt es alles. Hausarrest, Fernsehverbot, also was passt. Volle Palette. Ja, die ganze Tortur, also Folter. Jedenfalls war es dann so, dass mein Vater mir dann gesagt hat, er war beim Labor und sie haben ihm die Bilder gegeben und es ist ihm dann gesagt worden, haben Sie diese Bilder gemacht? Ja, natürlich, ist ja mein Film. Und wir hätten gern 2, 3 für unsere Auslage und geben ihnen so quasi ein Honorar so auf 10 Rollfilme. Ne? Ja. So 10 HP5 Plus Dinger. Und wie er mir das so erzählt hat, war ich dann sichtlich beruhigt. Also das war dann sowas wie, oh, es wird nicht ganz so schlimm. Jedenfalls habe ich dann so von den Eltern den Auftrag gekriegt, und sie haben auch 3 Filme gegeben, dass ich weiterhin fotografieren sollte. Ja, und das war dann, du sollst weiter fotografieren, das hat mir schon immer taugt. Also das war dann schon wieder so etwas, das kommt ja nicht von mir, das wird ja dann gewünscht. Ja. Und das hat sich eigentlich durch mein Leben so wirklich dann durchgezogen. Also ich habe es nie wirklich lang in Institutionen ausgehalten, wie zum Beispiel, also begonnen hat das Ganze in der Kronenzeitung, das ist sowas, das Pendant ist die Bildzeitung davon. Und war dann 2 Jahre Sportfotograf im Alter von 20 Jahren. Und habe relativ schnell das Handwerk gelernt. Das war natürlich auch eine längere Geschichte, wie das zustande gekommen ist. Aber sie haben mich dann als Einzelfotograf dann eingesetzt. Also auch bei den größeren UEFA-Cup-Geschichten und Fußballspiele. Ja. Und ich, der so unterwegs war, der gesagt hat, Fußball war damals für mich so etwas wie 22 Idioten, die am Ball noch rennen, hat sich das dann letztendlich gedreht und jetzt ist für mich so etwas geworden wie eine Kunstform, wie Ballett, etwas wie so Bewegungen, also das ist tänzerisch fast und unglaublich originell, also wenn man sich den Spitzenfußball da anschaut. Ja, also ich glaube, das zeichnet dich ja aus, so kenne ich dich, du kannst deine Meinung immer ändern, wenn du dich mit den Dingen beschäftigst. So ist es, ja. Das ist, glaube ich, du tauchst dann immer ein und machst dir dann ein anderes Bild. Genau, also man lebt dann darin und es war dann so, dass ich nach 2 Jahren die Krone natürlich verlassen habe, also weil das hat sie dann schon gerieben, also es hat sie auch schon mit dem Medium leicht gerieben, also ich war jetzt nicht wirklich so, ich habe mich meistens in meinem Umfeld ein bisschen geniert, wenn ich gesagt habe, ich habe bei der Frontzeitung gearbeitet und bin jedenfalls gegangen und am nächsten Tag hat dann schon die Salzburger Nachrichten angerufen und hat gesagt, wir haben gehört, du bist weg, kannst du nicht zu uns kommen, dann habe ich jedenfalls diese medialen Geschichten dann durchzogen und dann bin ich selbstständig geworden mit einer Bildagentur. Das hat auch nur 2 oder 3 Jahre gedauert. Ja. Und dann ist es hingegangen eher zu Festspielen, Schauspielhaus und weiter dann hin zur reinen Werbefotografie. Also es hat sich immer weiterentwickelt. Ja. Es war mir nie genug, 1 oder 2 Jahre dieses Handwerk, wenn ich das können habe, dann wollte ich aber auch nicht mehr in diesem Level sein. Genau, also immer diesen Level raufsteigen. Nächsten Level. Genau. Und die Bildliebe, die ist immer stärker geworden und immer stärker geworden. Und wenn man sich ja dann auseinandersetzt mit Fotografie, welche soziologischen und psychologischen Momente das hat, dann waren mir natürlich verschiedene Dinge, waren mir dann natürlich zu langweilig. Und dann haben wir mit den großen Künstlern beschäftigt, was sie ja gemacht haben, also gerade die Noir-Geschichten, also Existenzialismus und so weiter, das sieht man sehr stark in diesen Bildern da drinnen.
Ja, und dann, somit hat es dann eigentlich dann angefangen und dann habe ich Unmengen an Preisen gekriegt. Das, das hat sich dann so entwickelt, österreichische Staatspreise. Staatspreise, auch Staatspreise, ja, habe ich gesehen. Gell? Genau, ja, und dann auch in Tokio, dann war ich in Asien Fotograf des Jahres und so weiter. Also und europäischer Fotograf, also es hat sich dann so ganz gut entwickelt. Und mit jedem Auftrag, also mit jedem Award, ist weniger gekommen von Österreich. Das war ja spannend. Also ich habe wirklich keine Jobs mehr gekriegt, ja, von der österreichischen Seite. Aber sehr stark. Vielleicht ist der Honorar, vielleicht ist der Honorar zu hoch geworden. Ich glaube, ich bin neue zu billig. Also von dem abgesehen. Also, man sagt das, okay, man hat einen gewissen Wert oder einen Marktwert. Ja. Und diesen Marktwert, also den passt man sich an. Deswegen lachen manchmal die Deutschen darüber, was die österreichischen Fotografen verlangen. Mhm. Aber es war dann so, ich habe mich eher den deutschen Preisen dann angepasst. Und das hat dann eigentlich auch ganz gut funktioniert. Habe dann für italienische Magazine, deutsche Magazine, französische. Vielleicht war das auch die Neugier. Vielleicht ist die Neugier auch mal raus aus Österreich und mal andere Länder, andere Kulturen und gerade diese Umfelder, jedes Land hat ja eine andere Kultur zu erleben. Ich glaube, da hat dich die Neugier auch getrieben. Das war der nächste Step. Nach der Werbefotografie habe ich alles hingeschmissen und habe dann gesagt, ich will nicht mehr. Also, du hast so viele Werbekampagnen gemacht, so viele Plakate, hat man dann im Endeffekt, also das war dann schon recht gut besetzt, aber ich wollte dann nicht mehr bei dieser. Diese Form der Werbefotografie, mit der bin ich in dieser Zeit nicht glücklich geworden, habe alles hingehaut und bin nach Afrika gegangen. Also war die Identifikation damit verloren gegangen und ich glaube, das geht vielen Zuschauern oder Zuhörern ja genauso, dass sie sich mit ihrer Aufgabe, mit dem sie sich beschäftigen, nicht mehr identifizieren können und ich bewundere deinen Mut, an alles hinzuwerfen. Was hat dich denn so mutig gemacht? Welchen Tipp gibst du denn den Zuschauern? Ja, mutig gemacht hat es mich eigentlich darin, du musst dir vorstellen, man lebt nur einmal. Und in diesem einen Leben hinterlässt du Spuren. Und diese Spuren, die habe ich teilweise schon mit meinen Kindern, die habe ich eigentlich schon ziemlich stark gesetzt. Direkt, ja. Und es war aber trotzdem, wir leben ja in der europäischen Blase. Der Deutsche schimpft über die Deutschen oder über die deutsche Regierung und der Österreicher schimpft über die österreichische Regierung und der Belgier über die belgische. Und so geht es jeweils, weil es die Leute betrifft, in ihren Blasen drinnen. Ja. Aber letztendlich ist die Welt so groß. Und die Welt hat natürlich dementsprechend viele Sachen oder es gibt Sachen, die unglaublich ungerecht sind. Das ist dann schon eine Aufgabe, das aufzuzeigen. Also das Pendant zur Werbefotografie geht hin eher zur Reportage. Aber du kennst ja mein Buch Leben im Leberdorf. Ja. Da habe ich das dann so in dieser Art fotografiert, wie ich es fotografiere. Und habe die Menschen letztendlich dann aber schöner präsentiert oder zumindest attraktiver. Und so, wie sie letztendlich ja sind. Weil wenn ich jetzt fotografiere in Österreich, dann wird vom Auftraggeber gefordert, ich muss das so attraktiv gestalten, wie es nur irgendwie geht. Und das mache ich dann auch. Und dann habe ich diesen Vorsatz habe ich dann natürlich in Afrika dann auch gehabt. Und gesagt, ich möchte diese Menschen so fotografieren, wie ich sie sehe. Ja? Und wie ich es natürlich empfinde. Und das hat viel natürlich auch mit Empathie zu tun. Und es hat viel mit Integration zu tun, weil Afrika ist ja nicht Indien. Weil in Indien freuen sie sich die Leute, wenn es fotografiert werden. In Afrika ist das eher so, eher weniger. Also da kann es sein, dass der Stein auch geschmissen wird. Aber da ist dein Sport ja wieder zugute gekommen und ich habe ja gesehen, dass du dann dort einfach mit Fußball gespielt hast. Ja, Du warst, glaube ich, die ersten 2 Jahre dort und hast dein Foto gar nicht ausgepackt. Du warst so der weiße Mann, der sich mit ihnen beschäftigt hat. Ja, genau, der Tubab, der sich damit beschäftigt hat. Das ist richtig. Es ist mit Spielen oder spielerisch sind natürlich den Menschen näher. Dann kommt natürlich der Aspekt dazu, sehr mit der Sprache, mit der Kultur auseinanderzusetzen. Weil sonst ist man irgendwann mal ein Störfaktor oder ein Tourist. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, weil Touristen sind ja an und für sich eher Geldgeber oder Geldbringer. Ja. Aber
was tun Sie denn letztendlich noch für das Land oder wo ist die Nachhaltigkeit darinnen oder welche Ansprüche haben Sie darinnen? Sie sagen, jetzt sind wir auf Urlaub und wir wollen das und das haben. Das wird sie schon ausgehen, auch in Senegal, das ist keine Frage. Da gibt es ja Ferienregionen, also von den Franzosen. Das Sally ist zum Beispiel so eine Ferienregion. Mhm. Aber was daraus entsteht, sind natürlich auch wiederum Abgründe. Mhm. Also eben Sextourismus und so weiter und diese ganzen Geschichten. Spannungsfelder tun sich auf. Ja, klar. Ja. Und ich meine, diese Spannungsfelder, wir machen ja auch den Bezug immer zur Wirtschaft, tun sich auch, wenn du in ein Team reinkommst und einen ganz anderen Hintergrund hast. Und ich glaube, da können wir einige Dinge ableiten, die du so erlebt hast, in ein wildfremdes Team integriert zu werden. Eins war ja schon, mit ihnen zu spielen, sich zu beschäftigen. Was war noch so eine Idee, ja, gut, also die Akzeptanz zu bekommen? Ja, du musst dir vorstellen, also das Spielen hat ja für mich zur Belustigung der Leute natürlich, hat für mich keine 15, 20 Minuten dauert, weil dann halt die schon das Beatmungsgerät braucht. Weil ich spiele einmal mit Afrikanern, die einmal AK Wiese kennen, also keinen Rasen kennen. Und da kommen aber die besten Fußballer aus dieser Region raus. Und spiele mit ihnen am Sand. Also gut 45, 50-jähriger Österreicher, der 100 Kilo hat. Ja. Also da kann ich mich gleich irgendwie aufs Tor hinbrettern. Da steht. Jedenfalls, also die haben mich fertig gemacht. Also die Jungs, die haben und die haben nur gelacht dabei, während ich eher schon geweint habe. Also das war eigentlich eher höchsten Respekt vor dieser Bewegungsmotorik, vor den Menschen dort. Also die sind, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wie meine zweite Heimat und ich habe die Menschen also ins Herz geschlossen. Ja, mittlerweile bist du nicht mehr der Tourist oder der Gast, sondern du bist der Joachim und das kann dich auch stolz machen. Ich glaube, das ist schon eine Auszeichnung, wenn du dann mit dem Vornamen angesprochen wirst, einer, der dazugehört. Nicht Tuba, am Anfang war ich der Tuba, der Weiße. Ja. Und dann so im Laufe der Zeit ist dann der Joachim entstanden, das ist richtig. Mhm. Ja. Und die Akzeptanz, dass ich da so dieser kleine, verrückte europäische Fotograf, den können wir ruhig fotografieren lassen, der tut uns nichts. Oder zumindest, es kommt etwas zurück. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du, wenn du jemanden fotografierst, nicht nur die Wertschätzung, sondern dass du ihm auch etwas zurückgibst. Ja? Mhm. Und da gibt es eine ganz lustige Anekdote. Also da sind wir jedenfalls runtergefahren und haben in der Schneiderei, wo die Mädels, wenn sie die Schule nicht schaffen, dass sie dann in der Schneiderei übernommen werden und dass sie dieses Gewerbe dann lernen. Und es gibt ja nicht viel in Senegal. Also das ist der Handel, Schneiderei, Fischerei und dann ganz eher schon relativ schnell auf. Ja, es gibt sehr wenig. Und da waren jedenfalls dann die Mädels drinnen und ich habe dann über 450 Güter oder 500 Güter, das haben wir da in Österreich ausdrucken lassen, weil irgendwo Pipap. Aber haben auch ganz gut funktioniert und habe jedenfalls das alles ausgepflastert in der Schneiderei mit den Bildern. Und sie haben ein Event gemacht, dann haben sie nur eine Band eingeladen und dann sind die Jebra-Kanten herangerobbt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also es war wirklich ein ganz nettes und ein spaßiges Event. Und ich habe ihnen gesagt, sie können nach der Ausstellung, also am Abend, wenn die Party aus ist, die Bilder mitnehmen. Also runterziehen und die Bilder einfach abnehmen. Super. Also dass sie das auch wissen. Und das habe ich dann auch immer wieder gemacht. Und wie das Buch ausgekommen ist, habe ich auch dann noch... Also es ist ein Geben und Nehmen und dieses Buch dient ja auch das Spendeneingehen und der ganze Bucherlös fließt ja wieder zurück und das ist schon wirklich sehr, sehr ehrenswert. Genau. Das ist eine Leistung, die abnormal ist und ich hatte letzten Tag auch jemand, der hat eine abnormale Leistung gemacht, die Beate Görz, die aktuelle Amateurweltmeisterin im Triathlon und die hat mir zwei Fragen aus den Rippen geleiert und eine Frage soll ich dir stellen, das ist die erste. Wie stehst du das durch? Wie hältst du das aus? Dieses von der einen europäischen Blase, von dieser Geborgenheit in eine Region zu kommen, wo wirklich alles anders ist. Ja, es war am Anfang Interesse, dann war es Schock, dann war es Liebe. Also wenn man das kombiniert, also jetzt zum Schluss hin, also die Liebe, also der Schock blockiert an, weil man ist in der europäischen Blase drinnen und nicht in der afrikanischen. Und wenn man ganz genau hinschaut, ist es so, dass ich aus
dieser Kultur, also aus dieser senegalesischen Kultur heraus, wie die Menschen damit umgehen, ja, eine Spaßgesellschaft ist. Sie wissen zwar nicht, wie es am nächsten Tag weitergeht oder übernächsten Tag weitergeht. Und da kommt ein ganz guter Mechanismus. Sie planen nicht wirklich jetzt so, was macht man in ein oder zwei Jahren. Das tun eher Afrikaner, die jetzt im stärkeren Mittelstand oder im oberen Mittelstand sind oder zu einem Vermögen kommen, sagen, dann geht die Planerei los. Aber in der Armutsgesellschaft ist für Planen keine Zeit. Also Leben von einem Tag in den nächsten. Genau, das ist ja so was wie, ein Psychologe wird da nicht gebraucht. Das ist ausgeschmissenes Geld. Also das, was eh nicht vorhanden ist. Ja. Also es geht jeder mit dem Umstand anders um. Das wäre genauso wie wenn wir zwar uns in einem Wald verirren, wir haben nichts mehr zum Essen, ich habe nur noch ein Taschenmesser und du sagst, jetzt jagt das Wildschwein, so in der Richtung. Ja. Ja, und es gibt dann irgendwelche Möglichkeiten, die unsere Intelligenz also bewältigt, dass wir auch überleben. Also das ist durchaus möglich. Ja. Ja. So macht es aber der Senegalese und der Senegalese macht es aber in der Form auch mit dem Sozialen, das Beieinandersein und einer Outdoor-Gesellschaft. Also diese Gesellschaften sind ja völlig unterschiedlich. Also wir haben in Europa haben wir diese Indoor-Gesellschaft und in Senegal ist diese Outdoor-Gesellschaft. Also überhaupt generell Afrika ist eine Outdoor-Gesellschaft. Das heißt, die Leute sind jetzt nicht wirklich daheim oder spielen am Computer oder sowas in der Richtung. Sie haben schon ihre Handys, dann gehen jedenfalls raus, spielen, nehmen viel Vitamin D auf, sind immer in Bewegung. Ja, und dadurch gibt es natürlich eine gewisse Ausgeglichenheit. Natürlich sind die Dramen überschattend, weil wir nun teilweise nur diese Dramen aber sehen. Aber man sieht auch sehr viel Schönheit und sehr viel Hoffnung drinnen. Und wie sich jetzt Afrika entwickelt, das ist überhaupt ein ganz großer Hoffnungsträger, aber global gesehen. Also auch mit Bildung, mit dieser offensiven Bildungseinrichtungen. Natürlich gibt es überall Krankheiten drinnen oder Kinderkrankheiten drinnen. Man kann nicht fordern, dass das jetzt alles sofort perfekt funktioniert. Also es ist sicherlich ein langer Weg. Aber in den nächsten 20, 30 Jahren steht Afrika völlig anders da. Und wir sind auch abhängig von Afrika und ihren Ressourcen. Ja, spannender Ansatz und spannende Denkweise, die mal zum Nachdenken, und das soll ja unser Format sein, mal Impulse zu setzen und nachzudenken. Nachdenken darfst du jetzt auch. Eine Frage, Salzburg verlassen von jetzt auf sofort. Welchen Gegenstand nimmst du mit? Also das Erste, was mir einfallen würde, wäre eine Motorkugel. Wenn ich eine Motorkugel weiter verschenke, dann mache ich jemandem eine Freude. Ja, aber der isst das dann und dann hat auch keiner mehr was davon. Ich würde meine Kamera mitnehmen. Das glaube ich auch. Das ist eine gute Möglichkeit. Es muss irgendwo immer etwas festgehalten werden, weil es eigentlich eine Geschichte immer transportiert. Und wenn du in deinem Leben so viele Geschichten hast oder Geschichtenerzähler bist, dann beglückst du einfach Menschen auch damit. Und das ist dann natürlich der Ansatz. Also der Beruf Fotograf ist für mich kein Beruf, es ist eher Passion und Leidenschaft. Ja, eine Berufung dafür, die Dinge zu sehen. Und du bist auch jemand, der die Dinge sieht und dann auch den Finger in die Wunde legt, Dinge provoziert, um mal die Menschen zum Nachdenken zu bringen. Das ist auch für mich interessant, nicht dieser Mainstream zu sein und gleich, sondern den Finger in die Wunde legen, manches auch schwarz-weiß mal zu zeigen, zu provozieren, um die Menschen zu Veränderungen anzustacheln. Ja, es gibt immer wieder natürlich Vorträge. Also die letzten Vorträge waren über Indien, also Long Road, Gujarat bis Uttar Pradesh rüber, Kumbh Mela, das, was ich erlebt habe. Und dem Indien stehe ich wirklich extremst kritisch gegenüber. Der Inder ist zwar zugänglicher wie der Afrikaner, das ist mein Empfinden. Es gibt afrikanische Regionen, wo die Afrikaner ja recht zugänglich sind. Also braucht man, es sind so viele tausend Ethnien. Also man kann ja die nicht alle in den Topf werfen. So viele Sprachen und so viele. Ja, aber letztendlich die Quintessenz ist im Endeffekt die Menschlichkeit und das Gefühl. Und da fühle ich mich natürlich in Afrika ein bisschen besser aufgehoben wie in Indien. Und in Indien empfindest du als teilweise menschenverachtend. Aber das ist es ist recht lustig, wenn ich einen Vortrag halte. Und es kommen sehr viele Leute rein, da gibt es einen Indien-Vortrag, wir wollten immer schon nach Indien. Aber nach dem Vortrag haben sie eher dieses Gefühl, lassen wir das mit dem Flugticket, gehen wir das lieber zurück.
Ja, das sind so die Seiten, aus denen du ja deine Energie nimmst, aber ich kenne auch deine Bilder, deine Fotos, die wirklich Meisterwerke sind. Und ich glaube, nach deinem Lieblingsbild zu fragen, das ist sehr, sehr schwer, zumal du einer bist, der sehr viel verändert und ausprobiert. Aber ich probiere es mal, was ist denn dein aktuelles Bild? Lass uns doch mal über das plaudern. Wir blenden es mal ein, dass unsere Zuschauer sehen und vielleicht erzählen, damit unsere Podcast-Menschen auch mitbekommen. Ich sehe, das ist sehr, sehr schwarz-weiß, einfach in den Farben. Was hat so gemacht, dass es dein Lieblingsbild aktuell ist? Also die Lieblingsbilder, die verändern sich. Die verändern sich von Woche zu Woche, weil du als Fotograf ja nicht stehen bleibst. Du versuchst dir immer die zu verändern. Dann kommt natürlich dieser Bart Künstler dazu, der teilweise immer in einem gewissen Selbstzweifel drinnen ist. Ist es gut genug? Und jetzt bin ich eher auf diesem Punkt, wo ich Bilder extrem gern habe und liebe, die weit, weit weg sind vom Mainstream. Also ich sehe das in den Communities. Wenn ich in den Communities ein Bild reinstelle und dieses Community und dieses Bild hat eigentlich die Merkmale, Lippen, Glanz, Augen etc., alles richtig im Schnitt, die Farben dementsprechend. Also man kann das ja in der Farbpsychologie, weiß man ganz genau, wo die Menschen letztendlich reagieren. Bin ich jetzt eher in der Richtung drinnen, dass ich eher diesen Existenzialismus eher mehr und mehr herausarbeite, mehr eben diese teilweise auch Emotionslosigkeiten auch teilweise ja drinnen sind. Und wenn ich diese Bilder jetzt dann so präsentiere, dann merke ich so richtig, wie es runtergeht. Also ich erfülle nicht den Massenanspruch, sondern gehe mehr in den Kunstanspruch rein. Genau, also auch mehr reduzieren, wenn wir das Bild anschauen, da ist ja oben verdeckt das Gesicht, die Augen sind nicht zu sehen. Das ist ja auch Reduktion. Ja, genau. Das mag ich relativ gern, dass man teilweise nur Lippen sieht oder teilweise also die Augen gar nicht drinnen vorhanden sind. Weil es geht schon um den Menschen. Das, was mich in dieser Branche immer gestört hat, waren das Fegefeuer der Eitelkeiten. Mhm. Also wenn jetzt eine Frau zu mir kommt und fotografieren sie mich, dann fotografiere ich sie und dann sagt sie, ah ja, das kleine Wimmerl da hinten, das ist furchtbar, das, was man eh nicht sieht, bei 200%igen Vergrößerung sind das dann. Ja, dann denke ich mir, ja, aber das gehört ja irgendwie dazu. Ja, also das, warum soll ich jetzt das so in der Form ganz brutal verändern? Also das wegnehmen, die Nase noch ein bisschen kleiner machen, den Mund dann voller machen und dann ein paar Haare dazu bauen und was der Geier was. Dann habe ich dann im Endeffekt diese Frau nicht mehr. Das ist mir nämlich jetzt vor kurzem nämlich passiert, vor ungefähr 2 Monaten, dass ich mal eine Frau fotografiert habe, die war schon höheren Alters. Und der große Fehler an dieser Geschichte war das, dass ich mich vorher nicht getroffen habe mit ihr und dass ich nicht gewusst habe, wie sie tickt. Und es gehört zur Fotografie natürlich eine Form der Eigenreflexion dazu. Das heißt also, wenn jemand fotografiert wird, dass er sagt, ja, das ist ein interessantes Bild, ja, das gefällt mir, aber da und die Sachen, die habe ich halt. Ja. Also da sieht man halt mein Alter, ja, und das habe ich halt, aber ich komme trotzdem attraktiv rüber. Ja. Und wenn man damit nicht einverstanden ist, sondern man ist nur einverstanden mit, wenn ein 60-Jährige zu mir hergeht und sagt, ich möchte ausschauen wie Kate Moss, dann wird es das nicht spüren. Weil dann wird ja das ganze Skelett umbauen und dann habe ich eine Puppe vor mir und dann habe ich etwas völlig was Künstliches. Ja. Und das erinnert mich gerade an das Bild, das du bei mir gemacht hast, als ich das erste Mal da war. Ja. Dann hast du gesagt, und das mache ich ein Bild, wie du mit 10 oder 15 Jahre später älter ausschaust. Ja, genau. Ich denke, was ist denn das für ein Fotograf? Der ist ja absolut abgefahren. Der gibt dir jetzt ein aktuelles, schönes Bild und macht aber ein Bild, wie du vielleicht in 15 Jahren ausschaust. Ja. Absolut crazy. Und so lange glaube ich es sehr, ich glaube, ich kann es mal vergleichen, das Bild. Na gut, also ja, die Bilder du, die, Zeit, ja. Die Zeit rauscht dahin, aber ich bin mir sicher, wir machen einen zweiten Talk. Das war so spannend, wir haben die ganzen Themen gar nicht geschafft, wir haben uns wirklich nur auf deine Erlebnisse im Ausland. Denn so an der Oberfläche haben wir ein bisschen gestreift, aber kann sie schon ein Bild machen. Genau, wir werden es vervielfachen, hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Schade, dass wir jetzt schon die Bremse reinhauen,
Aber ich brauche noch einen Auftrag von dir, zwei Fragen an den nächsten Gast. Den haben wir nämlich dann in 14 Tagen. Und das ist ein Sportmoderator, also auch aus der fast gleichen Hintergrund beruflich kommend wie du. Er war Sportchef bei Antenne Bayern, ist jetzt bei Bayern 1, dem Radiosender, als Journalist und Moderator. Und er hat auch was mit Sport zu tun. Er ist nämlich der Sprecher dann in den Kunsteisbahnen, im Bobsport. War nicht weit weg von dir am Königssee, schon immer Sprecher an der Bahn. Seine Aufgabe ist, das Publikum mitzureißen, zu begeistern und bei guter Laune zu halten. Welche zwei Fragen soll ich ihm stellen, wenn wir das nächste Mal zusammen sind? Das ist nämlich der, ich habe den Namen noch gar nicht gesagt, Gerhard Willi Willmann. Ah, alles klar. So dunkel gibt man das sogar nicht. Habe ich schon mal gehört, ja. Willi Willmann. Mhm. Ja. Hallo Willi, wenn du das hörst, dann wäre jetzt mal eine Frage an dich stellen. Wie verbindet sie eigentlich diese Aktivitäten? Also wenn man eigentlich in einer Spitzenposition drinnen ist, also bei Antenne und dass man als Moderator eingesetzt wird, wie verbindet sie das eigentlich auch mit dem Privatleben? Nimmt man das mit ins Privatleben oder trennt man das? Und hat es schon Situationen gegeben, wo es sich geschrieben hat? Also wo sie wirklich, also wo er die Kinder dann gesagt hat, hey Papa, bitte mach mal das bei uns oder sei wieder da oder wie auch immer. Ja. Ja. Also das ist eigentlich die Frage, wie verbindet sich's? Ja, super. Du, und das wird wahrscheinlich sein, dass wir uns sogar sehen, du bist ja, wir sind jetzt weg, 20 Kilometer am Königssee? Eigentlich nicht weit, ja. 20 Kilometer höchstens, ja. Da bringe ich euch einmal zusammen, wenn wir wieder in der Wintersaison vielleicht dann hoffentlich fahren dürfen. Ja, kannst mal vorbei sein, das ist ein Live und gehen wir mal in die Moderationsbox mit rein und du kannst ein paar tolle, wieder da mal Sportaufnahmen machen. Also ich liebe unser Netzwerk und es ist schön, dass du heute mit dabei warst und es hat richtig Lust gemacht auf den Teil 2. Wir haben wirklich nur an der Oberfläche gekratzt. Herzlichen Dank und es war wieder mega bereichernd, mit dir zu plaudern. Hab einen schönen Tag. Und viel Vorfreude auf Projekte, die natürlich durch Corona momentan etwas nach hinten geschoben sind. Aber ich bin mir bewusst, du bist ein untriebiger Mensch und ich bin schon neugierig auf deine nächsten Ideen. Danke, danke Theo. Vielen Dank. Also, bye bye. Mach's gut. Vierte. Ja, ciao, ciao. Ciao. Das war die Videofolge, was Souveränität bewirkt. Wie hat Ihnen die Tour mit unseren Gästen gefallen? Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Umsetzen. Es ist bergisch gut, wenn Sie das Video weiterempfehlen, teilen und auch gerne liken. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge, was Souveränität bewirkt.